So, seid gegrüßt, hallo und willkommen hier wieder bei Need for Speed. Heute fahren wir mal in die andere Richtung, weil wir es einfach können und weil wir die andere Richtung sowieso schon viele Male gesehen haben. Deswegen machen wir das jetzt mal hier. Die Strecke kennen wir, die Pylonen ebenso. Und ja, damit wäre die Einleitung für die heutige Folge auch schon geschafft. Heute kann man eigentlich ein bisschen was im Nordterritorium machen. Ich würde mal sagen, wir könnten ja mal, nachdem wir das hier alles erobert haben und die ganzen Massenrennen gemacht haben, könnten wir mal das Canyon-Rennen da machen. Zumindest probieren. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Oder ob unser Wagen noch zu langsam ist, ich weiß es noch nicht. Wir können es ja einfach mal probieren. Kann ja nicht schaden. Catch. Nein, das ist nicht Catch. Das ist doch nicht Darius, oder? Nein. Oder ist das Wolf? Oh. Okay, die Canyon-Rennen werden anscheinend nicht gerade viel einfacher. Das ist Wolf. Das ist doch Wolf. Oder? Doch, das ist Wolf. Wir haben Angie doch schon wieder abserviert. Das ist definitiv Wolf. Okay, so sieht man sich wieder. Dieser komischen Strecke hier. Die von Mal zu Mal natürlich auch nicht gerade einfacher wird. Weil es ist ja wieder mal ein Bossrennen. Und die werden natürlich nicht einfacher, denn es muss ja eine gewisse Herausforderung bestehen. Aber wenn wir tatsächlich auf dem Level sind, dass wir ebenbürtig sind, dann könnten wir das auch schaffen. Auch wenn es beim dritten Versuch oder so ist, beim zweiten, dritten, vierten, was auch immer Versuch. Das wäre natürlich auch nicht so schlimm. Vielleicht ist unser Wagen auch noch nicht dafür ausgelegt. Ich weiß es nicht. Das nur erahnen. 70% haben wir schon geschafft. 150.000 Punkte haben wir eingenommen. Und gut, so weit weg von Wolf sind wir jetzt auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen. Ich bin zwar glaubens, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Denn jetzt geht es langsam auf die letzten Rennen zu. Die werden nochmal etwas ganz, ganz etwas ganz, ganz Spannendes. Okay. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber wir können ja unser Glück mal versuchen. 3, 2, 1. Jetzt geht's los. Nein, du überholst mich nicht. Nein. Du überholst mich nicht. Gut. Diese künstliche Intelligenz weiß natürlich auch, wie man immer die Kurven fährt. Das ist natürlich wieder so klar. Das gestaltet sich natürlich auch als schwierig.
So, 25% haben wir geschafft, 120.000 Punkte bleiben uns noch. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Aber er holt immer weiter auf. Das ist das Problem. Okay. Prozent und 76.000 Punkte. Okay, ich bezweifle, dass das hier was wird, weil es ist einfach ziemlich wenig, was wir da an Punkten haben. Vielleicht sollten wir ich weiß es nicht, 60%. Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen, ob das genug ist. 60, 69, 70, 40.000. Oh, das ist hart. 31.000, 30.000, 70. Es wird eng. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das wird auf jeden Fall eng. Ziemlich eng. Punkte, 87%. Nein, das werden wir nicht mehr schaffen. Nein, nein, nein. Okay. Vielleicht sollten wir es einfach nochmal probieren. Aber für den Anfang 90%, nicht gerade schlecht. Wir haben das Rennen nicht mal ansatzweise probiert. Nicht schlecht von uns. Versuchen wir es einfach nochmal. Aber diesmal denke ich mal, dass es besser wird. Hoffe ich. Aber das werden wir sehen. Bis dahin können wir eigentlich bloß... Wow, wow, nein! Nicht schon wieder. Verdammt. Okay. Wir probieren das Rennen einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, das ist jetzt das Beste, was wir in dem Moment machen können. Wir können aber ein paar andere Rennen fahren, zum Beispiel hier den Rundkurs, denn da weiß ich, unsere Crew wird uns nicht im Stich lassen. Und das ist umso besser, weil unsere Crew einfach die Beste ist mit Nikki, auch wenn sie manchmal ein wenig komisch ist. Aber naja, das ist ja Neville auch gewesen. Neville und sowieso unsere ganze Crew ist irgendwie... etwas eigen, aber gut. So, wie sehen wir die Auswahl an Autos? Wen haben wir denn da? Dann servieren wir dich eben hier ab. Gut. Dann servieren wir dich hier ab. Auch wenn du einen neuen Wagen hast. Ich auch. Und das ist Wolf. Wir lagen in unserer Vermutung richtig, es ist Wolf, der dann mit uns fährt. Und ein paar andere. Dutch, Stefan, Ross, Wolf, Footy, Trey, Nikki und wir. Oh, nicht dagegen fahren. Das kostet nur unnötig Zeit. Wir müssen nämlich nicht rammen, wenn es nicht zwangsläufig notwendig ist. So. Wer ist denn vor uns? Stefan ist vor uns. Okay. Hallo Stefan. Aber auch wir werden nicht besiegen müssen. Um Darius Mario im Territorium ein Ende zu setzen. Schön, dass diese Karte auch viele Abkürzungen hat und nur wir die kennen. Das ist ganz hilfreich, finde ich. Das
verschafft uns einen gewissen Vorteil, der dann natürlich auch gut ist für uns. Hier zum Beispiel. Wer kommt auf die Idee, hier durchzufahren? Die wenigsten der Computergegner. Aber wenn man dann einen Blick für sowas hat, kann man auch gerne diesen Vorteil nutzen. Oh nein, 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 bitte nicht. Du kannst doch nicht einfach... Nein, nicht die schon wieder. Ihr könnt uns doch nicht einfach... Hilf mir mal ein bisschen, Niki. Okay, dann nicht. Das hilft uns hier auf dieser Strecke ein bisschen wenig. Hier gibt es nämlich wenig Geraden. Wenige Geraden und wenig Platz, wo man beschleunigen kann. Außer hier. Aber da vorne ist ja ein Streifenwagen. Oder? Fährt er weg? Fährt er weg? Ja, er fährt weg. Gut. Dem sind wir nochmal entkommen. Schlaues Vorgehen unserer Crew. Hier für dich. Ups. Da ist wohl gerade jemand dagegen gefahren. Hier für euch da hinten. Bloß nicht erwischen lassen. Das wäre nämlich jetzt nicht so gut. Wenn wir es nämlich jetzt erwischen lassen, dann wird das Rennen nur umso schwieriger. Ich weiß, aber hinter uns sind auch die Ordnungshüter. Jetzt nicht mehr. Naja. Ich. Okay, nein, nee. Weg mit dir. Blöd. Warnträger. Ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt nicht so, dass ich diese Zusammenstöße mit Zivilisten jetzt tarne, als das ist gewollt so. Nee, das. Das ist Gewalt so, das ist nicht irgendwie zufällig passiert. Oder passiert, weil wir zu schnell gefahren sind. Das ist einfach, das ist Gewalt so, ja. So. Hängen wir ihn mal ab. Gut, so. Aber es kommen jetzt immer mehr. Verdammt. Könnt ihr uns nicht mal einfach mal in Ruhe lassen? Meine Güte! Kann doch nicht angehen! So, jetzt schnell durchs Ziel und abhauen. Hey, was für ein Sieg! Ob mit Cops oder ohne? Ja, halt mit Cops. 25.000 haben wir eingenommen und neu freigeschaltet Nitro und Reifen. Stufe 3, Rennpaket. Dieses Territorium gehört jetzt uns auch nicht mehr dem Stack-Deck und somit begrenzt sich das Territorium nur noch auf 1. Und den Chevrolet Corvette Z06 haben wir freigeschaltet. Okay. Derzeitig versuchen wir hier ein paar Polizeiwagen zu entkommen. Hat niemand. Das ist gut. Vielleicht. Okay. Umso besser für uns. Dann war das eine ziemlich kurze Verfolgungsjagd. Okay, das ist jetzt hier nicht der Rede wert. Da können wir gleich nochmal das Radarfallenrennen machen. Das Radarfallenrennen machen. Dem Territorium von Stack-Deck auch hier ein Ende setzen, sodass nur noch ein einzelnes Territorium in ihrer Hand bleibt. Ja. So ist es bald um sie geschehen und um
alle Anhänger von Darius und seiner Crew Stack, die ein Marionettenstaat sind. Auch in diesem Rennen werden wir hoffentlich mit unserer Crew glänzen. 3, 2, 1, los! So, geht es auch schon los. Fährt denn jetzt noch ein bekanntes Gesicht hier mit? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, das war gerade... Oh, das ist nicht so gut. Oh mein Gott, das war blöd. Okay, mit 229 können wir hier nicht durchfahren. Das ist aber auch logisch, wenn wir... Niki! Das war nicht sehr klug von dir. Das war wirklich nicht sehr klug von dir. Niki. So, zweiter Posten. Und wir nehmen hier natürlich die Abkürzung, weil wir es können. Wer es kann, der kann's. Und wir sind sogar Zweiter, obwohl von der Geschwindigkeit her nicht. Aber jetzt sollten wir dem eigentlich ein Ende setzen. Ja, Platz 1. Zumindest gerade. Na gut, durch unseren komischen Start da war das ist blöd für uns. Aber dafür haben wir Niki. Ach, nicht schon wieder. Ihr seid ganz schön nervig, wisst ihr das? Ja. Ihr seid ganz schön nervig, wisst ihr das? Ich höre auch euren Funk schwarz mit. Wisst ihr überhaupt, dass das geht? Hm? Ach man. Ja, ein paar Cops, aber die könnten mir jetzt ganz schön die Tour vermasseln, wenn sie jetzt ausbremsen. Das wäre nicht so toll. So. Fahren wir einfach schnell weiter und kümmern uns später um die Cops. Ja, wir machen es schon. Dort vorne ist die Ziellinie. Das sollte nicht mehr so lange dauern. Und dann kümmern wir uns noch ein bisschen um die Cops. Wer hätte es gedacht? Das Rennen hat Niki gewonnen. Auch ihr gebührt jetzt Ehre. Unsere Crew. 25.000 haben wir eingenommen. Und die Dodge Viper SRT 10 freigeschaltet. Gut. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Cops. Und dann werden wir ja weitersehen. Hier ist auf Mist, da habe ich gerade den Reifen verpasst. Schön, macht das, mir egal. Ups. Das war jemand gerade gegen die Bande gefahren. Schade. Seid ihr echt schlau. Ihr habt eine Einheit verloren. Wow, interessiert mich irgendwie nicht. Mir doch egal. Hier schön hinten rein. Wow, was ist denn da los? Ich habe auch nicht vor, mich festnehmen zu lassen. Los, lass uns abholen für den Cops. Okay, Verhandlungsstufe 4 sind wir hier. Das ist nicht sehr schön. Verhandlungsstufe 4, warum eigentlich? Kann ich das bringen? Ja? Geht das? Nein. Dieser blöde Cop darf von hinten. Mann. Könnt ihr mich nicht einfach mal abhauen lassen? Ist denn das so schwer? Hm?
hier. Frissbande. Frissbande, habe ich gesagt. Jetzt aber. Jetzt muss ich das doch... Nein. Okay. Hier. Frissbande. So. Und jetzt hier rein. Langsam. Mist, der kommt näher. Verdammt. Hier für dich. Ups. Für dich auch noch. Ups. Tja. Oh Mann. Die sind ganz schön anhänglich, habe ich das schon mal gesagt. Aber jetzt vielleicht. Jetzt kann es sein, dass wir jetzt die Chance haben zu entkommen. Schön in die Seitenstraße hier rein. Naja gut, das ist auch keine Seitenstraße, das ist auch eine Hauptstraße. Aber naja. Aber hier, jetzt können wir hier links. Ja. Dort vorne ist eine Möglichkeit, wo wir uns verstecken können. Jetzt schlittern wir herum. Gut. Jetzt. Rein, aber okay, damit wäre auch diese Verfolgungsjagd beendet. Die war auch nicht gerade der Rede wert. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen was im Notterritorium machen. Wir werden vielleicht nochmal das Canyon-Rennen probieren und noch einige andere Sachen erleben. Ich denke mal, vielleicht wieder mit den Cops oder mit Wolf oder anderen. Aber wir werden ein paar Sachen erleben. Für heute haben wir Wolf besiegt und abserviert. Bis dahin, bis zur nächsten Folge.